Normalerweise hinter der Kamera, jetzt vor der Kamera. Andy Knoll, unser Kommentator seit 1999, seit Jerusalem. Erzähl uns was darüber. All diese Jahre, einmal im Jahr beim Song Contest. Einmal im Jahr darf ich auf Skilager fahren. Also es ist so, ich fahre sonst nur mit dem Radl von mir daheim zur Ö3 und wieder retour, manchmal am Königsberg, aber da darf ich dann weiter wegfahren. In kuriose Städte wie Baku und Städte, wo ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht hingefahren wäre, wie zum Beispiel damals, also Baltikum, weiß ich jetzt, dass es sehr schön ist, aber ich wäre jetzt, glaube ich, nicht nach Tallinn gefahren. Und heuer nach Lissabon. Das ist der Song Contest. Was ist die schönste Erinnerung für dich? Schweden 2000, weil das war damals einfach... Das war noch ganz klein, da waren alles an einem Abend, alles in einer Halle, haben alle in einem Hotel gewohnt und das Hotel war an die Halle dran gebaut, also ganz kurze Wege und vor allem gab es Jam Session jeden Abend. Also im Hotel war in der Lobby oder so einen Partyraum gehabt und da war eine Bühne, Instrumente und ein Techniker bis 4 in der Früh und die haben dort wirklich jeden Abend Jam Session gemacht. Also die Chorgirls von Israel haben gesungen. Der Bassist von Österreich hat Bass gespielt, der Franzose getrommelt und so. Und das war das, was der Song jetzt sozusagen auf der Bühne oft gar nicht ist, nämlich echte Musik. Das war cool. Ich erinnere mich an einen Satz von dir, einen legendären Satz. Bitte macht Screenshots, ob wir das nochmal im Leben sehen. Ja. Ja, das war... Und hast du welche gemacht? Ja, über YouTube später. Eben, also man hat dann irgendwie... das nicht ganz geglaubt, oder? Das war schon geil. Und es ist immer noch ganz surreal. Je länger man drüber nachdenkt und es noch gar nicht so lange her ist, also es ist, war ein gutes Jahr damals. Ja, für die, die sie nicht auskennen, rede ich natürlich von unserem Sieg 2014 in Kopenhagen. 12 Punkte. Wir waren vorne, dann waren wir wieder hinten, dann wieder vorne, Screenshots machen. Ja, das war wirklich surreal, ja, kann ich mir erinnern. Euer Sommer in Lissabon. Warst du schon in Lissabon? Ich war einmal in Lissabon als Tourist, ist eine wunderschöne Stadt. Ich mag es, ist ein nicht hysterisches Barcelona. Okay, was erwartet uns in Lissabon? Wie werden wir abschneiden? Was schätzt? Ich glaube, wir werden enttäuscht sein. Wir werden nicht enttäuscht sein. Wir werden enttäuscht sein. Wegen dem ersten Semifinale. Na, weil wir uns zu Recht ganz viel erwarten. Na, also Finaleinzug halte ich für kein Thema, also garantiert. Aber okay. Dann. Immerhin. Ich weiß schon, viele sagen, wir sind im Stärkeren und so, aber trotzdem sind ja auch nur, da sind durchaus Songs, die auf Sieg gesetzt sind, aber ganz viele andere, die nicht auf Sieg. Also ich glaube, muss sich schon ausgehen, rein mathematisch. Aber ich glaube, dann im Finale werden wir enttäuscht sein. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, wir freuen uns, dich in Lissabon zu sehen wieder. Ich sage noch, ich würde mich gern täuschen. Also, und ich habe mich schon oft getäuscht. Also ich glaube, es rechnen ganz viele mit Top 10. Ich bin mir nicht sicher und es liegt nicht am Song und nicht am César. Wie meistens. Aber in dem Fall besonders nicht, wenn es nicht Top 10 ist. Meistens am Publikum. Ja, einfach an der... Schauen wir mal. An allen anderen. Diesmal wirklich. Schauen wir mal. Und bitte für mich und für unseren Zuschauer der legendären Satz, den ich von dir schon seit Jahren erwarte. Ja? Dieser lautet... Das nämlich passt deswegen ganz gut, weil ich habe vorher so einen Salat gegessen. Muss Zahnhygiene. Also zweimal im Jahr zum Zahnarzt, einmal zum Song Contest, so bleibt man gesund. Schönen Abend. Genau. Vielen Dank.